Meine Gäste erzählen alles. Meine Gäste sind cool. Meine Gäste verraten Geheimnisse. Und zwar nur mir bei Reuterin schaut hin. Wie fühlst du dich jetzt neben mir? Jetzt bist du heute mein Gast. Natürlich, wir fangen die ganze Zeit also. Ross, es gibt... Weil sie redet auch die ganze Zeit. Egal. Wir fangen jetzt her. So, cut! Cut! Du hast das Erste, was du mir erzählt hast, dass du kein Alkohol trinkst und keine Schokolade gerade isst. Nein, das sind meine Vorsätze. Ne? Also ich habe Glück gehabt. Ich bin nicht bekannt wegen meinem Gewicht. So, ich kann so dick und so dünn sein, wie ich möchte. Es ist tatsächlich Fallt so. Fällt das deinen Fans nicht auf? Niemand. Also, die sagen das mir nicht. Die denken, die lieben mich für wie ich bin. Hast du eine Waage zu Hause? Also ich vermute, du hast eine Küchenwaage. Wegen deinem Backhof. Nein, ich habe eine Waage zu Hause und wenn man da drauf trete, steigt, wow, siehst du geil aus. Wirklich? Wie geil ist das? Echt? Oder, oh mein Gott. Wow. Oder sag, geh du sofort wieder genau runter. Richtig, sagt es mir. Du wiegst genau richtig. Jedes Mal. Aber nee, es funktioniert. Aber wiegst du dich jeden Tag? Na, auf keinen Fall. Wenn ich einen schlechten Tag gehabt habe und ich weiß, dass ich was Böses gegessen habe, dann wiege ich mich überhaupt nicht, ne? Ja, verstehe. Wochenlang. Ich habe höchsten Respekt vor dir, weil ich kann überhaupt nicht backen und kochen. Aber mit das Buch könntest du. Wirklich? Ja. Ist es, in Österreich sagt man, deppensicher? Ja, für dich schon. Okay, gut. Ja. Schau dieses Rezept an und guck mal, wie viel geschrieben ist. Ne? Es ist nur 4 Punkte, muss man merken. Ne? Und das schaffst du das auch. Das schaffe ich. Schau mal das an, das kann nicht so schwer sein für dich. Aber das ist so ein Mischmasch, oder? Genau, es ist perfekt. Man schiebt das dann so in den Ofen und so kommt das wieder raus. Aber gemacht. Und es schmeckt köstlich. Ich habe früher als Kind, viel früher als Kind, ich habe mit meiner Oma gebacken. Und sie hat ihre Rezepte immer in so ein Notizbuch aufgeschrieben und das hat sie irgendwann das Buch meiner Mutter gegeben. Meine Mutter hat es für eine gewisse Zeit verloren und dann ist sie letztes Jahr umgezogen in die Stadt und hat das Buch gefunden und hat mir das geschenkt, weil sie wusste schon, dass ich habe so ein Online-Backen mit Ross gemacht von meinen Fans während der Pandemie. Genau. Und die Fans haben gesagt, es wäre so schön, wenn du diese Rezepte in so ein Buch für uns machen könntest. So englische Rezepte. Ne? Sehr gut. Rhabarber-Erdbeertorte. Mhm. Wie geil ist das? Oder Bären-Quark-Torte. Mhm. Oder Himbeer-Baiser-Roulade. Das nächste Buch kommt übrigens im August schon raus, dieses Jahr. Und es heißt Weihnachten mit Ross. Wirklich? Ja. Kekse backen? Es wird so eine Reihe geben. Kekse backen? Na, ein paar Kekse werden dabei sein, aber es geht tatsächlich wieder um so Weihnachtsgebäck und Weihnachtskuchen und so. Und Deko und sowas? Und es wird auf jeden Fall Deko-Tipps geben von mir. Es ist immer gut für Leute, die ein bisschen zugenommen haben, wenn mit die ein Buch schreiben. Ja, das stimmt. Und ja. Ich guck mal immer, dass die Bücher so groß sind, dass die das verdecken stimmt. Alles. Du, warte, ich mach auf. Wirklich. Mach mal so. Warum hältst du das? Ich will das doch. Du auch, aber es ist so geil, man sitzt da und so, ja, ich habe ein ganz tolles Buch gemacht und verdeckt alles und dann siehst du so schlank und gut aus und dann die Leute sagen, kannst du ein bisschen so reindrehen? Ich war so, nee, alles gut. Du, wenn du zu Hause bist, wie schaut so euer Tag aus? Wer kocht? Wer steht in der Küche? Also mein Mann Paul ist ein hervorragender Koch und er kocht wirklich und ich darf nicht in die Küche, wenn er kocht. Ach die so. Leiden war das für sich haben, aber ich mache immer das Dessert sozusagen. Ne? Ah. Und so, wir ergänzen uns so gut, das ist es kaum zu glauben, dass das, und wir sind jetzt dieses Jahr 20 Jahre ich zusammen. Ich weiß, das habe ich noch nie 20, geschafft. Nee. Aber ich weiß, du bist nicht viel älter als ich, aber das habe ich nie geschafft. Was? Aber wer sagt, dass ich viel älter als du bin? Hallo? Also, Entschuldigung. Wie alt bist du denn? Ich bin jetzt ganz junge, knackige. 42. 42. Wirklich? Mhm. Okay. Hast du dir das gedacht? Nee, ich habe gedacht, du warst viel älter. Was hast du im Tschugi eigentlich gegessen? Ich habe alles Mögliche. Hast du auch eigentlich war ich gewürzt. Maden gegessen? Nee, ich habe einen Krokodilpenis, dann habe ich sogar einen Känguru-Anus. Aber wie hat und, war das? Dann Grillen dazu. Also, die waren gekocht. Ne? So, ich musste, aber die haben fürchterlich geschmeckt. Ne? Furchtbar. Also, den Krokodilpenis, furchtbar. Ich habe immer noch den Geschmack im Mund. Ich wirklich? Nach 14 Jahren. Oh 14 Gott. Jahre ist es her. Und während dieser Essprobe muss ich auch grillen, ne? Diese Heuschrecken. Ja, muss ich das essen, ist gerade. Ne? Die sind knackig, oder? Ja, sie sind richtig knackig. Und ich konnte nicht kauen. Ich musste das so runterschlucken, weil ich wollte das nicht. Und dann ging ich auf die Toilette, als ich aus dem Dschungel kam. Ne? Und ich habe mich, wie jeder andere macht, man dreht sich um und guckt, ob es alles in Ordnung ist. Ne? Und da waren so ein Bein. Nein! Ein
Heustreckenbein. Wirklich? Das war das Beste überhaupt. Ein Bein? Ja, war so, hallo. Aber wie geil, das war doch. Denkst du aber noch oft zurück an die Zeit? Ich habe eine wunderschöne Zeit, es ist kaum zu glauben. Es hat sich krass verändert. Ich finde die Prüfung heutzutage viel schwieriger, ne? Mhm. Im Dschungel. Die müssen so viel mehr essen, als wir essen müssten damals. Und irgendwie geht das nur an Krawall, ne? Die wollen eigentlich nur, dass die streiten und unter sich streiten die ganze Zeit. Und bei uns, in unserer Staffel, wann war das, 2008? Ja, war wirklich eine ganz harmonische, lustige Truppe, ne? Du darfst jetzt für mich, ich mache dir nämlich jetzt einen Muffin und du darfst für mich auch einen Muffin machen. Also, dunkle Schokolade oder helle Schokolade? Helle Schokolade. Also, wie sagt man nicht helle Schokolade? Ich mache so einen, okay? Du machst ein dunkles? Ja. Das ist so ein Topping, aber ich glaube dir, ich werde mit dir was draufschreiben. Ja? Ja, klar. Okay. Mit so Zuckerschriften, das mache ich, glaube ich. Ja? Okay. Das mache ich noch. Wie bist du privat angezogen, Ross? Wenn du jetzt nicht keinen Auftritt hast, wie sieht man dich? Also ich will unbedingt für meinen Mann gut aussehen. Ne? Ach so. Was ich immer mache, ich stehe immer morgens früh auf, bevor er aufgewacht hat. Ehrlich? Gehe in die Badezimmer und ich mache mich frisch und mache mich schön. Und manchmal pude ich mich schon ein bisschen ab und dann setze ich mich wieder im Bett. Und dann wacht er auf und er ist immer so, was siehst du heute so gut aus? Wirklich? Aber es funktioniert. Der was weiß das noch du? Nicht. Der ne? weiß gar nicht, wie du in Wirklichkeit ausschaust. Na, echt? Der weiß das noch nicht. Finde mal heraus, ob der vielleicht ein bisschen mehr Dioptrien hat. Dann brauchst du dich nämlich nicht mehr so früher aufstellen und so, weißt du? Oh, kannst du dir vorstellen, ich habe manchmal echt komische Träume, ne? Und einmal habe ich tatsächlich geträumt, dass mein Mann wirklich hässliche Zähne hat. Und ich habe, weißt du, wenn das so echt ist und du wachst auf und ich war so, ich musste gucken. Hast du die Lippe hier hochgehoben? Ja, und er war am Schlafen, er war so, was machst wie du denn da? Ich war so, nee, alles gut. Ich musste einfach nur gucken, ob ich wirklich das nur geträumt echt? Hat. Oh, der schaut aber also speziell ich sag dir eins, aus. Das ist echt scheiß, was du da gebaut hast. Wieso? Ne? Also schau mal! Das würde ich nicht meinem Hund dem, geben. Das ist mit Kleber gemacht. Das ist der neue Wimpernkleber jetzt. Sollen wir das probieren? Den tue ich da drauf. Komm mal her. Komm. Mein Herz da drauf. Komm, ich mach mal. Die Lippen. Komm. Wie jetzt? Das wird so geil. Wird so geil. Guck mal. Als Kontur an, still. Und jetzt machst du. Ey, eigentlich sieht das geil aus. Schaut das gut aus? Ja, wirklich. Drauf. Ah, jetzt streust du. Ja, drauf. Ich beiß rein. Halt mir das so hin. Achtung. Moment! Moment! Ist das gut? Das ist so geil! Das ist eigentlich richtig geil! Moment! Das ist so geil! Danke! Das ist Ross, danke! Oh mein Gott, das ist so geil! Ein super oh, Styling! Das Telefon, schnell! Wir lachen darüber, aber eigentlich sieht das ziemlich geil aus. Ne? Jetzt, bitte, ich sehe mich ja gar nicht. Gib mir mal das Handy, dass ich es anschauen kann. Ein so, das Interview ist hiermit beendet. Jetzt machen wir die Fotos. Oh Gott. Das ist wirklich geil. Das ist geil. Das ist wirklich gut. Danke. Ich kann nicht mehr. Ich fühle mich nah. Ich kann nicht mehr. Liebe Promis, es wird nicht schlimm, aber Reuterin schaut hin.